China hat heute Nacht eine Grenze überschritten, aber dennoch sind die Märkte einigermaßen positiv gestimmt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Heute diese Grenze, das ist die 7er Marke im Yuan-Fixing, also in der Festsetzung des Referenzkurses durch Chinas Notenbank, wollen wir uns gleich mal hier anschauen. In der Grafik erstmals seit 11 Jahren, also seit dem Jahr 2008, hat die PBOC, die People's Bank of China, hier den Referenzkurs auf über 7 gesetzt, Dollar-Yuan also über 7 gesetzt, 7,0039. Hier sehen wir diesen Peak, damit eröffnet sich eigentlich ein Spielfeld eben weiter tiefer in diesen 7er Bereich. Und wir sehen hier den Vergleich zwischen dem CNI-Fix, also praktisch dem Fixing des offiziellen Yuan, des Onshore-Yuan, der in Shanghai ja gehandelt wird, während der Offshore-Yuan in Hongkong gehandelt wird. Und hier sehen wir, dass sozusagen der Offshore-Yuan schwächer ist als das Fixing des Onshore-Yuans, also als die Festsetzung des Referenzkurses durch die Notenbank. Das zeigt, dass der Markt eigentlich den Yuan schwächer sieht, als die Notenbank ihn sieht. Das vielleicht nochmal als Anmerkung. Manipuliert China seine Währung nach unten? Nein, eher versucht man eine weitere Abwertung so ein bisschen gedrosselt wohl zuzulassen. Schauen wir uns übrigens nochmal Daten an aus China heute Nacht, dann sehen wir, dass die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie ganz frisch heute Nacht veröffentlichte Daten zeigen, um 3,3% gestiegen sind, während die Importe auf Yuan-Basis minus 5,6% gefallen sind. China legt also wieder und lebt also wieder verstärkt vom Export, weniger vom Binnenkonsum, der ja vor allem durch den Import bedient wird. Und wir sehen, dass die Exporte in die USA 2,1% gefallen sind im Vergleich zum Vorjahr in Yuan, aber 24% die Importe aus den USA gefallen sind. Man importiert also deutlich weniger. Das Defizit im Handel der USA zu China steigt damit nämlich um weitere 11,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also das ist schon jetzt wieder mal Futter hier für die Hawks in Washington, die sagen, ja, es ändert sich nichts, die Handelsbilanz der USA mit China wird nicht besser, sondern immer schlechter. Mal sehen, ob das vielleicht heute für Tweets von Donald Trump sorgt. Aber das eigentliche Thema nach diesem Yuan-Fixing oder insgesamt für die Aktienmärkte ist das, was am Anleihemarkt passiert. Und wir sehen hier Erholungstendenzen, was die Renditen betrifft. Die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt wieder bei 1,73%. Gestern waren wir bei 1,60, sogar einmal ganz leicht drunter. Die Renditen sind also wieder gestiegen. Das beruhigt die Aktienmärkte, die sich gestern gefragt haben, wo soll das noch enden? Ist die Situation so schlimm, dass da vielleicht auch die US-Anleihen, die länger laufenden US-Anleihen in Richtung Nullermarke, vielleicht sogar Negativzinsen laufen? Dann gab es gestern eine Auktion einer 10-jährigen US-Staatsanleihe und die Nachfrage war miserabel. Es gab also vergleichsweise wenig Interesse an dieser 10-jährigen US-Staatsanleihe. Daraufhin stiegen die Renditen wieder und der Anstieg der Renditen, das ist das, was den Aktienmärkten dann gestern an der Wall Street geholfen hat und wohl auch heute eben ein Stück weit nachwirken wird und den Märkten helfen wird. Am Anleihenmarkt, da ist ja einiges los, da sind die Dinge doch ein bisschen krass derzeit. Wir sehen hier etwa Länder, die positive Renditen bei ihren 10-jährigen Staatsanleihen haben und die negative Renditen haben. Hier Deutschland negativ, Frankreich negativ, Schweden negativ, Portugal und Spanien sind nicht mehr weit davon entfernt, vor allem Schweiz sehr, sehr negativ und die meiste Rendite gibt es noch in Brasilien, Mexiko, ja, dann kommt schon China und dann die Vereinigten Staaten. Das ist also sozusagen, Griechenland ist da noch mit im Konzert. Das ist also sozusagen das, was an Renditen überhaupt noch rauszuholen ist. Aber der Trend ging eben weiter nach unten, immer weiter nach unten. Das sehen wir übrigens auch bei der 100-jährigen österreichischen Anleihe. Wenn der Kurs steigt, dann fällt die Rendite und wir sehen hier einen Chart, das ist der Preis der 100-jährigen österreichischen Anleihe. Allein die Idee schon, dass man eine 100-jährige Anleihe emittiert, ist ja eigentlich skurril. Jedenfalls sehen wir hier praktisch einen Bitcoin-Chart, einen Fahnenstangen-Chart. Kurs geht immer weiter nach oben, Rendite sinkt immer weiter. Das ist einfach nur grotesk, aber es ist eben der Fall. Was haben wir noch? Wir sind natürlich jetzt ein bisschen sehr, sehr angespannt, was das betrifft. Wir haben hier praktisch Peaks erreicht in dieser Anleihen-Hosse, die wir jetzt gesehen haben, steigen die Kurse, fallen die Renditen. Hier sehen wir, dass wir an Extrempunkten sind
und jetzt wahrscheinlich erstmal einen Rückschnapper der Renditen sehen. Mithin dürften die also wieder etwas steigen, aber die Tendenz, der Trend bleibt dennoch weiter nach unten gerichtet und es dürfte vielleicht für die amerikanische 10-jährige US-Staatsanleihe erstmal weiter in Richtung 1%-Marke gehen. Noch nicht negativ, aber es ist eben nicht mehr allzu weit davon entfernt. Was haben wir noch? Wir sind jetzt an interessanten Marken im S&P 500. Hier sehen wir den S&P 500 Future. Da haben wir den Abverkauf von knapp unter 3030 Punkten bis eben hier in den Bereich 2821, also praktisch gut 100 Pünktchen. Das 38er Retracement liegt knapp oder liegt relativ genau an der 2900er Marke. Und wenn wir uns den S&P auf anderer Ebene nochmal anschauen, dann sehen wir hier, ja, wir haben jetzt den Aufwärtstrend gebrochen seit Dezember, der praktisch seit der Weihnachtszeit der Fall ist, sind hier durchgeschnappelt. Und oft ist es so, dass ein Kurs, der den Aufwärtstrend dynamisch nach unten bricht, dann in einer Erholungsbewegung nochmal an diesen gebrochenen Aufwärtstrend heranläuft. Auch das wäre derzeit so etwa knapp über dem Bereich 2900. Also diese Zone 2900, 2910, die könnte sehr, sehr interessant und relevant sein. Was haben wir heute auf der Agenda? Nicht viel. Es kommen nicht wirklich wichtige Konjunkturdaten. Die US-Berichtssaison ist weitgehend abgefrühstückt. Es wird sich also alles um das Thema Handelskrieg, Renditen, Yuan wieder drehen. Mal sehen, ob dieses Risk-On-Sentiment, das gestern begann, im Prinzip mit dieser schwachen Auktion der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ob das jetzt weitergeht. Schauen wir uns die Kurse an, gesponsert hier von Capital.com. Hier sehen wir, dass das Fixing des Yuan wenig gemacht hat an dem Kurs. Wir waren schon höher in Richtung 7,10 wieder. Jetzt sind wir bei 7,07115, um genau zu sein, bei Dollar-Yuan. Das wird jetzt eine wichtige Größe. Oh, da verließ er mich. Schauen wir mal, ob wir es ohne Charts können. Dann gehen wir einfach nochmal zu den Grafiken und sehen uns vielleicht an, wie jetzt die Lage ist. Und die Lage ist insofern interessant, als wir jetzt durch die fallenden Renditen bei Staatsanleihen in den USA jetzt eben wieder die Situation haben, dass immer mehr Aktien mehr Dividende ausschütten, als eben die Rendite für die 10-jährige Staatsanleihe betrifft. 55% derzeit der US-Aktien im S&P 500 haben eine höhere Dividendenrendite, als die Rendite für die 10-jährige Staatsanleihe ist. Und das gibt den Aktien so ein bisschen Rückenwind wieder, dass man sozusagen sagen kann, ja, bei all dem Risiko, das ich bei Aktien grundsätzlich natürlich habe, ist immerhin die Dividendenrendite jetzt wieder höher. Das war ja lange Zeit anders, da waren eben die Staatsanleihen höher rentierlich als die Dividendenrendite im S&P und man muss dann eben hoffen, dass die Kurse auch steigen, um diesen Nachteil ausgleichen zu können. Wo sind wir bei den Märkten? Wir haben im Bereich des Nasdaq sehen wir eine Erholung auf 7800 Punkte. Wir haben den DAX, der sich halten kann, der gestern schon robuster war, dann nach den vorherigen Abverkäufen über der 12.700er Marke. Öl kann seine Erholung leicht fortsetzen. Euro-Dollar weiter über der 1.12er Marke. Also ist diese leichte Erholung erkennbar. Wichtig jetzt, was die Renditen machen und wichtig vielleicht auch das, was heute Abend passiert. 20 Uhr ein Live-Webinar zur Lage an den Märkten, wo wir einfach mal ein bisschen uns anschauen mit einem Gast, den Bullennörgler wahrscheinlich, der uns dann auch ein paar interessante Dinge zu Charts sagen wird, wie er die Lage einschätzt, wie ich die Lage einschätze. Da sind Sie herzlich eingeladen. Ich versuche den Link unter das Video zu packen und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Handelstag. Bis dann, ciao.